Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 190. Und wie immer hauen wir zuerst die Ausrufezeichen weg. Ist eh nichts. Nicht viel, würde ich sagen. So. Ich wollte noch kurz gucken. Weil ich glaube, da waren neue Codes. Die funktionieren. Aber zuerst mache ich kurz Errungenschaften. Haben wir einige vergessen. Das war für Beidou. Missionen. Wunderschön. Nochmal 30 bekommen. Läuft. Das könnt ihr leider nicht sehen. Und dann gehe ich kurz in Codes rüber und schaue mal, ob ich es da bekomme. So. Ne, falsches Knöpfle. Konto da. Gutscheine. Dann lösen wir gleich welche ein. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe ein paar eingegeben, aber ich glaube nur 3 Stück haben funktioniert. Ja. Schade. Aber 60 sind 60. Das andere ist nur Zeugs. Thank you very much. So viel eingegeben und dann waren es nur 60 Primo Gems. Aber da war immer abgelaufen. So. Was machen wir heute? Falsches. Falsch. Wir haben Beidou gestern gemacht. Trölölö. Aber heute ist Sonntag, da könnten wir auch Sphären und ein bisschen trainieren. Sollen wir vielleicht noch ein paar Sidequests machen? Und dann ein bisschen trainieren. Unsere Charaktere für heute. Weil Sonntag ist der beste Tag, Talente so zu machen, ne? Wenn alles offen ist. Ja, machen wir so. Gehen wir wieder Liyue. Aber ich glaube, Liyue habe ich so gut wie alle. Sidequests. Oder habe ich irgendwo ein Ausrufezeichen gemacht? Haben wir noch irgendwas gefunden? Oh, Scusi. Ich glaube, hier haben wir schon alles letztens gemacht, ne? Was, ich steck fest jetzt. Ja, hier haben wir alles schon gemacht. Warte mal. Da glaube ich auch. Naja, sehe ich kein Ausrufezeichen. Im Dorf selber auch hier. Kein Ausrufezeichen. Liyue selber genauso. Ich schaue noch mal kurz nach. Ansehenstafel. Was die Dame uns sagt. Hallo. Mal schaue. 90% insgesamt, sehr schön. 3 Stück fehlen noch. Büchlein im Walde. Vorläufige Akklimatisierung. Das sagenumwobene Dorf. Ah, stimmt, eins war noch irgendwo Adeptending da oben. Aber das habe ich auch nicht gefunden, ne? Vorläufige Akklimatisierung und Büchlein im Wald. Das kann alles sein. Das kann alles sein. Vielleicht Bücherwurm da oben. Der Bücherladen. Weil da steht irgendwas mit Buch. Muss ich vielleicht ein Buch kaufen? Oder kann man hier irgendwas angucken? Nee. Oh, da war. Achso, ist. Okay. Kann ich was bei dir kaufen, Madame? Ich habe, glaube ich, eh schon alles gekauft, ja. Das schon mal nicht. Erzähl mal was.
Nee, ist auch keine Quest, wie es aussieht. Schade. Ja, da wäre wahrscheinlich irgendwas gewesen. Aber ich habe was bekommen. Wieso habe ich nichts bekommen? Komisch. Komisch, komisch. Und die sagen auch nichts, oder? Muchen? Alter, ihr redet aber viel. Da kann man auch nichts nehmen. Schade. Schade, schade. Da habe ich auch schon alles. Und da ist niemand drin, okay. Was verkaufst du so? Oh. Komische Kombination, Steine und Käse zu verkaufen, aber nehmen wir. Zucker können wir auch nehmen. Kartoffeln haben wir genug. Nice. Stimmt, hier oben habe ich noch gar keine Quest gemacht, ne? Hier könnte ja auch was sein. Büchlein? Ich weiß gar nicht, hat sie eine Bücherei? Hat sie eine? Hallo? Komm. Ich bin wirklich respektvoll von Ningguang. Oh, kriege ich auch ein bisschen was? Nice. Nee. Blinkt auch nichts, ne? Die geben nur Items. Ja, das war's eigentlich. Mehr fällt mir nicht ein. Was mit Büchern sein könnte. Alles in Ningguan. Oh, aber die geben wenigstens Items. Wenn ich sie anspreche, ist auch schön. In dem Topf sind ein altes Bruchstück von Plausterit und eine grüne Pflanze, die einen Kratzer. Nur ein bisschen Geschwafel. Ningguans Porzellan von der Krux, aha. Nee, ich glaube leider nichts. Wo könnte noch sein? Da gibt es einen Schlüssel. Habe ich noch gar nicht gemacht. Mach mal. Mach mal doch. Sonst wäre es ja langweilig. Können wir wenigstens solche Sachen noch machen? Wenn wir schon in Leo keine Quests finden. Nur Level 50, das wird locker flockig durchgeballert. Das kriegen wir ruckzuck hin. Scatter! Oh nee. Oh nö. Ich habe noch so einen Stein genommen, was ewig dauert. Okay, die nebeneinander gehen dann weg, ne? Die nehmen, wenn ich das jetzt mache, dann geht der da weg. Der geht an, der geht an. Wenn ich den mache, sind die zwei an und der weg.
Dann ist nur einer weg. Ja. Und wenn ich den mache, sind die zwei weg. Wie geht es am besten? Ja, jetzt sind die beiden weg. Ne, gegenüber ist blöd, ne? Dann geht der an. Und die zwei aus, oder? Ne, da passiert gar nichts. Warte mal, so geht's schneller. Zack. Jetzt sind's vier. Jetzt sind's drei, perfekt. Den muss ich jetzt anmachen. Oh nee. Jetzt habe ich alle. Easy. Nicht ganz, aber geht schon. Kann man machen. Skyward Scatter. Vier Minuten. Das ist mehr als genug Zeit für den Small Fries hier, Alter. Da. Edge. Oh, da ging daneben. Das ging easy. Das ging sogar mehr als leicht. Thank you very much. Voll lieb und so. Na, hier ist bestimmt nix. Nope, nope, nope. Schade. Da oben ist auch nichts, da unten auch nichts. Aber wir haben unseren zweiten Schlüssel, ne? Dann können wir Leo auch die ganzen Abgrund der Tiefe Dinger machen, wie die heißen, ne? Wo sieht man die Schlüssel? Da. Und ich glaube, genau die zwei fehlen noch, ne? Die Frage ist, wo? Habe ich irgendwas markiert? Mit einem Stern? Ho. Ha, ha, ha. Da ist was mit einem Stern. Okay. Und du musst nach oben, ne? Ist blöd. Genau in die Richtung auf dem Berg muss ich. Leider nix. Kann überall sein, ne? Was denn hier? Komm her. Ihr Nervensägen. Ganze Kleinzeug hier. Boom. So, Feuer und Elektro. Müsst ihr schnell gehen. Das Schild weg. Komm. So. Easy. Perfekt. Sogar 10 bekommen. Nice. Ich check nicht, warum es manchmal 5 und 10 sind. So, perfekt. Oh. Oh, oh, oh. Machen wir die zuerst kaputt. Wo ist der schon wieder? Komm her.
Da. So ein bisschen Feu-Feu. Geht doch. Zockt aber viel ab. So. Oh, eine normale Truhe auch noch. Nice. Auch nochmal 10. Ich check's nicht. Aber je mehr ich bekomme, desto besser. Wunderschön. Jetzt fehlt noch ein einziges, ne? Ein einziges Abgrund der Tiefe. Und das sind immer die schlimmsten zu suchen. Immer die schlimmsten. Vor allem Leo ist riesig, ne? Das wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich nein. Oh, schon mal zwei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das kann mehr als überall sein. Komm her. Wir regeln das doch. Wie Freunde. Da. Einer schon mal down, sehr gut. Vielleicht kriege ich für euch drei ein Item. Oder doch nicht. Es ging schneller als gedacht. Rettich. So. Oh, da ist was zum Graben. Zwischen den Beinen. An den Kronjuwelen sind Juwelen, ne? Thank you very much. Hier sind es wieder zwei. Ich check's nicht. Egal. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles, alles, alles. Vielleicht kriege ich bei dem Kronjuwelen auch was. Nö. Schade. Vielleicht hier irgendwas. Auch nix. Was ich aber sehe, hier sind lauter Rettiche. Das war ein Matsutake. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Statue. Da ist noch ein Rettich. Schade. Ich hab gedacht, irgendwie im Viereck bringt es was. Im Dreieck oder in so einem Fünfeck mittendrin. Irgendwie so eine. Ah, falscher Charakter. So dass die Rettiche außenrum irgendwie sind und wenn du alle einsammelst. Solche Sachen gibt es auch leider oft. Und sind mega schwer zu entdecken. Aber sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Schade. So. Wir brauchen noch einen Ort. Einen einzigen. Dann haben wir alle 10 in Liyue. Hier waren wir auch schon, glaube ich. Ja, ja. Da haben wir auch schon alles gesammelt, glaube ich. Pay your dues.
Ja, ich seh nix. Wusste schon wieder. Komm her. So rennt er schon wieder weg. Chill doch mal. Hey. Nervensägen. Na, hier ist auch nichts mehr. Schade. Schade, schade. Immer mehr schade. Alter, habe ich hier schon alles gesammelt, ey. Überall, wo ich hingehe. Nix, nix, nix. Vielleicht, was ich so noch machen kann, die ganzen Sphären anschauen und gucken, ob ich in der Nähe von den Sphären, wo ich nicht gemacht habe, vielleicht noch was finde. Und gucken, ob ich überhaupt alle freigeschaltet habe, ne? Ist auch ein Punkt. Bei 4 Stück kann man die Samen einsammeln, schadet nicht. Truhe, sehr gut. Ey. Ich muss wahrscheinlich... Nee, es zeigt nach unten. Ich dachte, ich muss auf den Gipfel. Aber es ist eher das Gegenteil. Ich muss eher nach unten. Ah, da ist er schon. Zu leicht, zu leicht. Nur Schrott. Nee. Nummer 3. Skywork. Einfach nichts. Nice, 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 nice. Oh, da muss ich hoch. Gibt es da irgendwas, wo ich rüberfliegen kann? Richtung Süden. Du, 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 du. Da sind nur Blumen. Hol mal die. Dann holen wir die Truhe. So. Da ist sie. Das ist eine kleine wieder, die keiner braucht. Da ist noch eine in die Richtung. Ah. Nur Müll. Scatter! Ist sie da oben? Da haben wir was in der Nähe. Perfekt. Können wir schön runterfliegen. Da ist er, ich sehe es. Das sind noch Steine. Hey.
Kommt den Nervensägen. Ist aber alles Müll. Braucht kein Mensch. Hier wieder nix. Sü. Ja, Skyward. Got him. Skyward. Das ist eine Katastrophe. Geh mal kurz zu Catherine. Dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt. Scatter. So. So, wo könnte der letzte sein? Hier unten laufe ich auch kaum rum, oder? Aber den hätte ich dann gesehen. Ja, Skyward. Den hätte ich doch dann gesehen, oder? Wenn hier irgendwo ein... da ist sogar noch ein Seli und mehrere Kisten. Dann war ich hier noch gar nicht, glaube ich. Dann war ich doch hier noch gar nicht. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Ja. Ist ja noch alles versiegelt. Nein. Wieso? Scatter. Ja, gleich fliege ich hier wieder runter, ey. Das weiß jetzt schon. Ja, hau ab. Nervensäge. So, das war nicht mal die Kiste. Okay. Da unten ist auch nochmal eine Kiste. Und das, oh Mann. Ich war ja noch gar nicht. Voll daneben. Dann machen wir uns zuerst stehen da. Komm her. Die mach dich putt. Gut so. Ey! Nervensägen. Geh down. Achso, es waren zwei. Deswegen bin ich hier vorne, ich dachte schon. Katastrophe. Ist noch einer. Und irgendwo ist noch einer, aber es sieht aus wie ganz oben. What do we have here? So, sehr schön. Keine Ahnung. Kann überall sein. Wie komme ich wieder hoch? Ja, Skyward, scatter. Ja, Skyward, scatter. Leave it all to me. Komm her. Die Nervensäge.
Stick fest. Ich muss jetzt einfach immer nach oben. Immer hoch, hoch, hoch. Nichts. Erwacht er zum Leben? Nö. Kiste. War klar. So. A stroke of good luck and a very well. Yeah. Got him. Komm her, Kleiner. Und Seli war ja auch irgendwo, ne? Ein Grabstein. Liu ist sicher, denn Rex Labs ist mit uns. Um die Pionierarbeit unserer Vorfahren zu würdigen, stellte er 5 Pavillons mit jeweils einem Siegel auf. Als Nachfahre musst du diese Spuren folgen. Würdige die Pionierarbeit deiner Vorfahren und empfange ihre Reichtümer. Auf der Steintafel scheint die Rede von dem Siegel dazu sein. Anscheinend muss man die Geokraft verwenden, um es zu aktivieren. Dem Text nach muss es insgesamt 5 Siegel geben. Gucken wir mal in der Gegend nach. Oh. Leider keine Quest. Okay. I must leave no stone unturned. Nee, hab ich doch gemacht. Aber leuchtet nichts. Time to clean up. Oh, jetzt. Ich muss das Ding schlagen, okay. Hab dann den ersten gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist noch eins, ich hab's gerade gesehen. Ei. Einmal im Kreis, sehr schön. What trinkets have we here? So. Present them for one's perusal. Hier ist noch irgendwo einer, ne? Eine Truhe nach der anderen, das ist sehr geil. Ah, hier ist der Seli. In die. Ah, perfekt. Ich komme. Jetzt muss auch wieder einen langen Kreis, oder? 100%. Oder doch nicht. Geht okay. War nicht so lang. Perfekt. Na, sag ich doch. Kann doch nicht vorbei sein. Ja, ich sehe ihn schon. Perfekt. Da ist noch einer. Hier ist alles voll mit Kisten, ey. Nehmen wir alles an. Sage ich kein No. Alter, Alter, Alter. Muss ich wieder hoch? Da könnte Geokraft drin sein, Tafel. Schau ich mal. Es müssen noch 4 solche Pavillone sein, glaube ich, ne? Genau. Genau hinstellen. Ist aber nichts passiert. Und wieso? Vielleicht drückt ihr Schild nichts und ich brauche irgendeinen Schlag da drauf oder sowas.
Geht doch. Das war der zweite, wenn der oben mitzählt. Wenn der mitzählt. Hier irgendwo. No, noch höher. Der höchste Punkt hier. Eieiei. Ist einiges hoch. Oh, wie so eine billige. Ah, what trinkets have we here? Present them for one's perusal. Ja, das ist der unten, ja. Dann machen wir zuerst die Pavillon-Dinger. Den Hammer. Das ist dann wahrscheinlich 3. Was ist denn jetzt schon wieder? Perfekt. Falscher Knopf. Gehen wir darüber. Gehen wir schon höher. Können wir leichter hin. Wieso ist hier nichts? Ah, hier unten. Er kann durchschießen, ich nicht, oder was? Was soll das? So. Jetzt noch einer da drüben, da haben wir's. Nice. Easy, easy. Yeah, skyward, scatter. So. Ah, what trinkets have we here? 40 sogar. Present them for one's perusal. Nicht schlecht. Und ihr Nervensägen? Namenloser Schatz erhalten. Keine Ahnung, für was das ist. Und was ich damit anfangen kann, müssen wir schauen. Ja, skyward, scatter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Beautiful. Nichts mehr, schade. Kommt alle her. Ich regel das. So. Er sah so viel aus und jetzt habe ich schon gemacht, oder was? So, machen wir schnell. Schade. Hab irgendwie auf eine Truhe gehofft. Skyward, scatter. Hinten ist ein Seli noch, sehr schön.
Ja, schade, nicht tief genug. Hallo. So. Hau mal durch. In die Richtung, perfekt. Falscher. Warte mal. Ich muss ja wieder unser Schutzschild mitnehmen. As you wish. Perfekto. So. Immer schön den Selis folgen. Alles gibt Prozente für unsere Leoe. These could be salvaged for parts. Und wir brauchen Urgestein wie noch was. Urgestein. Und zwar the good one. Kommt der nervt den Segen. Nur geschielt, also ich wollte doch nur ein bisschen Kopf treffen. Aber immer schielt mal ein bisschen. Ja, wo ist die Kiste? Das stand doch oben. Ah. Ah. A stroke of good luck and a very welcome one. Und wieder nichts. Und wieder nichts. Wieso siehst du so suspicious aus? No. Schade. Immer noch nix. Und ich weiß nicht, was sich mit diesem Schatz, namenlosen Schatz auf sich hat. Namenloser Schatz. Da war ich glaube ich auch schon, das alles leuchtet alles. Ja. Geh mal kurz Inventar. Das ist der falsche. Wir haben drei davon. Ein namenloser Schatz vom Dunyun Mausoleum. Darauf sind unbekannte Muster zu erkennen. Vielleicht weiß ja jemand in Liyue, der sich für Antiquitäten interessiert, etwas damit anzufangen. Ah. Ich habe schon drei Stück davon, aber keine Quest, ne? Das ist keine Quest. Nope. Aha. Okay. Auf jeden Fall sind die... Haben die irgendwas auf sich, ne? Achso, und dadurch kann ich wahrscheinlich herausfinden, welche ich schon habe und welche nicht, ne? Von den Ruinen, welche ich erledigt habe. Ich habe die doch gerade getroffen. Katastrophe. Katastrophe. Wie heißen die drei namenlosen
Ich habe den King-Schuh-Tümpel gemacht. Muss jetzt gucken auf der Karte. Lingju-Pass. Und Dunyu-Mausoleum. Lingju-Pass habe ich. King-Schuh-Tümpel habe ich. Dunyu-Mausoleum habe ich auch. Aber da sieht man die Ruine, Ruine, Ruine. Tianqiu-Tümpel habe ich auch gemacht, so eine Mission. Tianqiu-Tümpel, Tal. Da ist nichts, da ist nichts, keine Ruinen. Auch, glaube ich, keine Ruinen. Das ist eine gute Frage. Den habe ich doch auch schon gemacht, ja. Haken, Haken. Ich glaube, Gui-Ebene war auch eine Quest, ne? Boah. Boah, boah, boah. Hier war ich auch nicht so viel, glaube ich. Hm. Das ist eine gute Frage, ne? Skywalk Scatter. Oh, wenigstens eine Kiste. Ja, billige Kiste. Aber Kiste. Perhaps one should invent some form of curio discernment mechanism. Und nichts mehr. So schnell ging's, hä? Wo bist du auf einmal aufgetaucht? Noch einer. Spawnt ihr hier unendlich oder was? Hä? Das sah verdächtig aus, aber sieht cool aus. Kommt da immer ein größerer? Oh, geil. If these items are unclaimed, we may take them without controversy. Das ist ja geil gewesen. So, nix, natürlich. Aber wir sind immer mehr und mehr 98. Aber ich kann mir hier vorstellen, es ist nur 89. Hier könnte er irgendwo sein. The last one. Kiste haben wir schon mal. Sehr gut. War da nicht oben auch noch irgendwas? Erinnert so, aber weit weg gescannt. Krass. Ich glaube, da oben war aber keiner, oder? Du später das scannen. Ich glaube, das war der ganz oben, ne? Da hinten sehe ich auch einen. Eine Truhe. Alter, wie weit haben wir das denn gescannt? Mega weit. So, da ist noch eine Truhe. Da ist auch eine Truhe. Zeigt mir die oben oder noch hier unten eine? Ja. Und dann noch die hier. Und da brauche ich diese Steine. Mal schauen, ob wir welche finden. Ist ein Normalos. Da haben wir einen. I'll catch up.
Da ist noch einer. Wo ist der dritte? Kann überall sein. Hallo. Hey, nicht runterfliegen. Oh Mann. Dann nehmen wir einen doppelt halt. Ja, es geht auch. Ah, da oben war noch einer. Okay. Egal. Da ist auch eine Truhe. Wollen wir uns? Und Seli auch noch. Komm her. Easy, easy. We may take them without controversy. Wo ist es? Komm. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Perhaps one should invent some form of curio discernment mechanism. I'll catch up. Jetzt müssen wir nur noch hoch. Ah, hier waren wir schon. Ist immer komisch, dass du manche Orte hast, wo du schon warst und so viel übersehen hast, aber. Wenn du Mission machst, bist du unter Zeitdruck. Nicht so wie wenn du keine Videos machst, ne? Dann hau ich da manchmal eine Session von 10 Stunden oder so rein. Und da hast du wirklich alles gründlich immer gesucht. Aber so geht's leider nicht. Ich muss da hoch. Ich hoffe, das klappt. Ne, jetzt zeigt er wieder runter. Ist doch blöd. Kann ich hier irgendwo stehen? Oh ja. Kein Wunder. So weit hoch muss ich gar nicht, hä? Rüber! Skyward! Scatter! Skyward! Nervensägen. Die Truhe. Hier muss doch irgendwo eine Truhe sein. Oh Mann. Ooh, will we find any firework materials in here? Da ist gleich noch eine. Another test. Und wo kommen die auf einmal? Hier Nervensägen. Die Steine immer einsammeln, die sind eh schon selten. Braucht man eigentlich für, glaub, fast gar nichts, aber vielleicht irgendwann mal. Deswegen sammle ich die gerne ein. Ich glaube, von der Waffe war das ein einziger oder irgendwie sowas. Kann es sein? Bist du eine Reisende? Hast du vielleicht meine Axt auf dem Weg hierher gesehen?
Gibt es in der Nähe etwas Nennenswertes? Da bist du genau bei der richtigen Person. Meine Vorfahren waren bereits im Erzgeschäft, daher kann ich Erz auf den Blick beurteilen. Da nennt man mich auch Panguan Air. Ach so, der zeigt mir so blaue. Ja, der zeigt mir so blaue Dinger. Du hast sie wohl verloren. Ich bin ein einfacher Holzfäller und arbeite hier in der Nähe. Ich weiß aber nicht, wo ich meine Axt habe liegen lassen. Vielleicht habe ich sie ja hingelegt, als ich meine Pause gemacht habe und dann nicht mehr mitgenommen. Der Sage nach beringen die Adepten einem aber eine verlorene Axt immer zurück. Dann ging es vielleicht schneller, wenn ich einfach einen Adepten suchen würde. Also hast du die Adepten gefunden? Bis jetzt noch nicht. Es ist auch noch kein Adept gekommen, um mir meine Axt zurückzubringen. Wie sonderbar. Aber ich habe ja einen Einhänder bekommen. Aber ich weiß nicht, wie meine Einhänder benutzt. Hat der Adept mich etwas falsch verstanden? Naja, egal. Warum nimmst du diesen Einhänder nicht mit? Ich muss immer noch auf meine Axt warten. Dankeschön. So einfach kriegt man Schwerter. In Liyue. So. Jetzt warten wir, suchen wir noch eine Truhe, hä? Hier sind auch Bücher, aber die kann ich nicht lesen. Easy. Ja, hier waren wir überschauen. Waren wir überall schon. Da sind Frische. Begib dich zu den wechselnden Gezeiten und genieße den Anblick der wirbelnden Wolken. Besteige den höchsten Punkt und betrachte den Yue Yunkas in seinem vollen Pracht. Stimmt, ich war hier unten und hab Truhen gesucht, ne? Perfekt, sag ich doch. Wo ist hier schon wieder eine Truhe? Weil das habe ich schon geöffnet, wie es aussieht. Dann leuchtet alles, ja. Hier drin vielleicht. Yes. Immer an den versteckten Orten. Und nichts mehr. Schade. Skywork! Das könnte eine Truhe geben. Oder doch nicht. Oder ich habe sie schon bekommen. Das kann natürlich auch sein. Weil ich war ja hier unten schon. Das bringt nichts. Das ist auch nichts. Das sind alles nur Artefakte und Items. Hier könnte vielleicht auch ein Ding sein, ne? Irgendwo eine schöne Kiste. Schauen wir doch gleich. Ey, auch wieder weit weg. Da. Schön mit Schmackes. If these items are unclaimed, we may take them without controversy. Natürlich nichts mehr.
So. So, hoch. Hoch mit uns. Hier ist auch nix. Er hat keine Ahnung, wo das sein könnte. Skyward. Das kann überall sein, überall. Ich gehe mal da hinten hin. Ich kann mir vorstellen, da war noch nichts. Da bin ich auch selten gelaufen und eigentlich fast gar nicht durchgelaufen, oder? Einmal vielleicht, wo ich dieses Ding gesucht habe für die Mission, den Schlüssel oder was da war, wo die ganzen Viecher dann kommen in der Höhle drin. Deswegen schauen wir uns mal hier um. Skyward. Hallo. Auch nix. Nee, hier wird auch wahrscheinlich nichts sein. Sieht so abgelegen aus. Nope. Sieht auch noch nichts aus. Skyward Scatter. Da ist irgendein Haus. Nee. Sieht nicht so aus. Ein paar Bambussprossen mit. Wenn wir schon hier sind. Vielleicht hier irgendwo, wenn da eine Höhle ist. Ich kann mich erinnern, dass irgendwo eine Höhle war, wo ein Abgrund, tiefstes Abgrundes, so wie es heißt, oder Schrein des Abgrundes zu holen war. Mission. Wir haben die letzte Leo-Mission gefunden. Okay, letzte nicht. Es sind noch zwei. Aber das eine war ja Kiawin. Und das andere war, weiß was ich, Akklimatisierung. Irgendwie sowas. Das muss es im Wald sein. Wir sind hier am Waldrand. Ein Buch im Walde. Irgendwie sowas. Nice. Ich komme, meine Mission. So. Hier ist sogar eine Truhe. Ah, dass ich die nicht markiert habe. Ich bin bestimmt 1000 Mal hier vorbeigelaufen. Ab jetzt immer merken, markieren, wenn ich Ausrufezeichen sehe. What trinkets have we here? Present them for one perusal. Ich komme gleich wieder. Ich hol mir nur die Trüle. Ah, oh, ich brauch Ding, ne? Da ist sogar noch eine Truhe.
Tü-tü-rü. I'll ensure your safety. At the ready. Kein Bock zu wechseln. Aber die ist zu leicht. Oder doch nicht. Muss nur genau in die Mitte. Nee, die ist zu leicht. Oh. Kann das nicht leichter sein? Nö. There's still a long road. Ich weiß. A long road. Ah, brauche Geokraft. I need Dollars is what I need. So, jetzt gehen wir zurück. Genau dahin. Und holen uns da jetzt noch eine Kiste. Eine Kiste nach der anderen. Vor der Urgestein. Geht doch. Halt die doch fest. I'll keep this close. So. Sehr schön erledigt. Und dann holen wir uns die nächste da gleich auch. Nee, das war da hinten. Ich habe dann gerade einen Graben sehen, da sind auch meistens eine Kiste. Yes, sag ich doch. Komm her, Kleiner. Wo war der Seeli da? Ente geht nicht, okay. Perfekt. Ah, what trinkets have we here? Present them for one's perusal. So. Muss ich in die Richtung, ja. Den hole ich gleich. Ich wollte nur das da. Bestimmt auch ein Item, oder? Was machst du da, Kumpel? No? No? Sacre bleu! Lauter Paimons. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch euch Paimons, hä? You've got it. Natürlich. Ooh, that was a tough fight. Wie ein Profi. Wenigstens gehen die schnell, whoa, die guten Paimons. Komm zu Papa. You've got it. Whew, that was a tough fight. Ach komm, zwei ist weg. Geht doch, schwimm dahin.
Der gibt bestimmt Lieder. Einfach nur, um mich zu nerven zum Schluss. Na, perfekt. Perfekt. So. Wo war die Truhe? Das war die nicht. If these items are unclaimed, das sieht schon besser aus. Yep. Sieht wenigstens noch Gegner aus. Oh, voll daneben. Oh, nee, erwischt. Nice. So. Jetzt haben wir alles. Sieht so aus. Jetzt müssen wir zu klein mit der Story da. Ich komme mit der Side Quest. Quest of the Side. Hey Kleine. Wo ist es nur? Wonach suchst du denn? Nach einem Buch, ja. Büchlein im Wald. Große Neun hat extra für mich geschrieben. Große Neun und ich waren draußen spielen, da hat er gesagt, dass er ein Buch für mich hat. Natürlich habe ich gleich angefangen zu lesen und es war so toll, dass ich gar nicht mitbekommen habe, wann Große Neun gegangen war. Ich wollte ihn suchen, bin dann in den Fluss gefallen. Ich habe es zwar herausgeschafft, weiß aber nicht, wo das Buch gelandet ist. Rakeda, kannst du bitte auch suchen? Woher kennst du meinen Namen? Das Buch ist etwas ganz Besonderes für Große Neun. Wenn ich es nicht wiederfinde, wird es bestimmt traurig sein. Woher kennst du meinen Namen? Genau das wollte ich auch gerade fragen. Die Leute sprechen alle über dich. Außerdem sieht man dich häufig herumlaufen. Alle sagen, dass Rakeda jemand ganz Tolles ist. Kannst du für mich nach dem Buch suchen? Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Ich weiß noch, dass ich ziemlich lange im Wasser war. Es war wirklich kalt, meine Hände sind gefroren. Sie ist ein Geist. Es war doch irgendwas mit dem Geist. Vor allem, hier ist alles zerstört. Dass sie hier lebt und rumläuft, unwahrscheinlich, ne? Ich habe das Buch aber nicht losgelassen. Es ist sehr wichtig für Große Neun. Dann bin ich mit Mühe und Not ans Ufer gekommen und rausgeklettert. Das Buch habe ich in die Sonne gelegt, damit es trocknen konnte. Ich war so müde, dass ich mich etwas hingelegt habe. Als ich aufwachte, war das Buch weg. Ich bin mir sicher, dass ich das Buch in den Wald dort zum Trocknen hingelegt habe. Du kannst dort anfangen zu suchen. Finde das Buch. Die Kleine ist schon tot, ne? Die ist ein Geist, 100%. Ich kann mich auch so vage an die Quest erinnern. Würde ich sagen. Bin mir aber nicht sicher. Komm her, du kleine Nervensäge. So. Hier ist nix. Hier ist nicht mal ein Stück Papier zu finden. Paimon schlägt vor, wir sollten uns noch etwas weiter umsehen. Mach mal doch, mach mal doch. Skyward Scatter. Da ist was umgestürzt. Jetzt sind wir schon so weit gelaufen und ich habe immer noch nichts gefunden. Vielleicht hat sich das Mädchen geirrt. Nirgends zu finden. Dann fragen wir doch die kleine Neun, ob sie was gefunden hat oder was sieht.
Und sie ist weg. Huch, wohin ist das Mädchen verschwunden? Will sie das Buch jetzt doch selbst suchen? Ah, es kann sein, dass die andere dazugehört. Die andere Quest ist so ein tägliche nachfolgende Quest. Ich muss jetzt nächsten Tag wiederkommen, glaube ich. So wie Pervasis und dieses ganzen Quests, wo jeden Tag noch eine neue kommt. Das kann sein. Das kann sogar sehr gut sein. Deswegen kann ich mich so ein bisschen an diese Quest erinnern mit dem kleinen Mädchen hier. Und dass sie ein Geist war. Das kann echt sein. So, habe jetzt auch nichts mehr. Nichts mehr wirkliches. 98. 93, 91, 98. 9. Das kann hier irgendwo sein, ne? Oder hier. Es geht alles zum Wolkenmeer. Da kann echt sein. Lass erstmal kurz Liwe. Geben wir kurz was ansehen. Ich sag immer abgeben, aber eigentlich ist es ja erhalten. Wir werden unser Ansehen erhöhen, so. So. Ja. Das kann vorläufige Akklimatisierung sein. Weil es die danach folgende Quest ist. Das kann echt sein. Ich kann auch kurz noch Antiquitäten schauen. Ich habe jetzt drei dieser namenlosen Schätze. Vielleicht ist es auch eine Quest. Aber ich habe vorhin mit ihr geredet. War sie nicht da, ne? Er hat sie nichts dazu gesagt. Oder? Anwerberin. Antiquitäten. Ihr nehmt nur Vorbestellungen und Kleinod an, oder? Erzähl mir etwas über das Warenhaus Mixing. Kommt da was? Nö. Was ist Kleinod? Kommt da was? Nö. Ha. Jetzt ist da auf einmal jemand drin. Lehn Lang. Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Laden. Du kannst dir gerne die neue hereingekommene Antiquitäten ansehen. Yes, da steht doch was. Was den namenlosen Schatz angeht. Dieses Ding, welches du angeschleppt hast, es sieht ziemlich gut aus. Das Muster scheint auch ziemlich alt zu sein. Warte, solange ich es öffne. Es hat hier und da ein paar Schönheitsfehler, aber wenn du es loswerden möchtest, kann ich dir einen Preis anbieten. Er wird fair, aber nicht hoch sein. Ich habe mir gerade das hier angesehen. Diese Markierung stammt definitiv aus Liyue. Und hier ist ein kleines Geschichte über Ashdahan eingraviert. Sie erzählt, dass Ashdahan ein Drache war, der durch eine Vereinigung von Geogottheiten in Liyue gezeugt wurde. Und dass selbst Rex Lapis ihn nicht so leicht bezwingen konnte. So beschwor Rex Lapis drei Adepten zu seiner Hilfe und gemeinsam erschufen sie ein höhlenähnliches Reich. Rex Lapis traf dann gegen die Kreatur an und lockte sie in die Höhle. Dann befahl er den Adepten, den Eingang zu versiegeln und Ashdahan darin einzusperren. Die Muster auf dem Ding, das du angeschleppt hast, beschreibt anscheinend die drei Adepten, die sich die Hände erreichen, um die Höhle zu erschaffen. Ah, deswegen drei namenlose Schätze, ne? Ich vermute, dass es mindestens drei Reliquien dieser Art gibt. Wenn wir alle drei miteinander verbinden, dann sollten wir den kompletten Gegenstand erhalten. Du weißt all dies? Liu, ist wahrlich ein magischer Ort. Du weißt all dies? Naja, ich handle im Gegenständen jeglicher Art. Ein wenig Allgemeinwissen hier und da schadet nicht. Ah, ich schweife ab. Wie ich vorhin schon sagte, sollte es drei davon geben. Einen davon allein wird wahrscheinlich keinen hohen Preis erzielen. Aber wenn du alle drei zusammenführen kannst, wäre das etwas anderes. Aber das scheint ziemlich alt zu sein. Alle drei zusammenzuführen wäre vielleicht eine zu große Aufgabe. Ich hab's ja schon. Verdammt, ich hab's ja schon. Jetzt ist es schon wieder weg. Lin, 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 lang, lang, lang. Dann ist nicht den ganzen Tag da, oder? Aber die war dann hier unten. Ich hab das schon mal mit ihr geredet, ne? Dann läuft sie hier unten, glaube ich, rum. Kann das sein? Das habe ich im Kopf. Wenn sie nicht oben ist, ist sie unten.
Oder doch nicht. Doch nicht. Doch, liegen lang, sag ich doch. Sag ich doch. Oder doch nicht. Doch. Aber jetzt sagt sie hier unten, sagt sie mehr. Gibt's mir umsonst Sachen? No. Wer bist du? Auch nix. Wegen Rex Lapp ist tot. Auch nix. Das Wichtige kommt jetzt. Was den namenlosen Schatz angeht. Schauen wir mal. Wenn ich mich nicht irre, ist der Gegenstand, den du vorher mitgebracht hast, einer von dreien. Erst wenn alle drei Gegenstände zusammengefügt sind, ist es vollständig. Wenn du sie alle findest, wäre ich mehr als bereit, dir ein generöses Angebot zu machen. Ich befürchte allerdings, dass sie aus allzu alter Zeit stammen und dass es schwierig ist, sie zusammenzutragen. Ich habe alle drei gefunden. Du hast es wirklich geschafft, sie alle zusammenzusetzen? Bitte lass mich sehen, tatsächlich. Die drei Muster erzählen, wie sie zusammengesetzt werden, die Geschichte von Ashtahan. Dieser Kranich muss der Adept Fürst der fließenden Wasser und aufgetürmten Berge sein. Und dieser Hirsch könnte der Fürst des untergehenden Mondes und der aufgehenden Sonne sein. Aber der letzte? Was? Es sieht so aus, als wäre dieses Muster absichtlich von jemandem ausradiert worden. Man erkennt es nicht mehr. Wer war dieser dritte Adept? Vergiss es. Diese Dinge übersteigen mein Wissen, wie dem auch sei. Dieser Schatz ist vollständig und wird sich bestimmt gut verkaufen. Also willst du es als Erinnerungsstück behalten oder möchtest du es lieber mir verkaufen? Ich werde dir eine hübsche Summe zahlen. Es gehört dir. Gut, bitte nimm dies. Aber wieso war das Bild von einem der drei Adepten beschädigt? Wer hätte dieses Ding geschaffen und wer hat es zerstört und das Bild des Adepten ausradiert? Stimmt, Soraya scheint in Liyue angekommen zu sein. Ich kann ihr einen Brief schreiben. Sie interessiert sich bestimmt für diesen Gegenstand. Nice. 40 Urgestein bekommen. Perfekt. Sehr, sehr geil. Aber war keine Quest oder irgendwas, glaube ich. No, kein Ansehen bekommen. Du, 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 du. Ich weiß auch nicht, wer der dritte sein könnte. Kann jeder gewesen sein, ne? Warte mal. Gibt's hier oben irgendwelche Missionen? Die ich vielleicht immer übersehen habe? Nee, ne? Hier ist nirgends ein Ausrufezeichen. Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Ich glaube, der ist wirklich von der Kleinen. Am nächsten Tag wahrscheinlich kann ich die Quest machen. Schade, schade. Oh, aber ich sehe da einen Aussichtspunkt, oder? Weil es irgendwas Liedern ist. Ja. Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Hello. Beautiful. Leider nichts. Jetzt ist das Schwierigste von den Schwierigen. Ich habe immer noch nichts. Oh, hier ist aber eine Kiste. Gleich hier. Yep. Ah. Oh. Ich brauche sie hier. So. Jetzt ist hier nichts mehr, okay. Da ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Scatter! Ja, ich glaube nichts. Leider. Nervensägen. Ey. Die nerven so hart. Nope.
Den Axt-Tippen machen wir auf jeden Fall. Hey. So. Voll rein da. Into the shadows. So. Mit Schmackes. Dann da ist nichts, da ist nichts. Da haben wir eine Truhe irgendwo. Das haben wir schon erledigt. Wo soll hier eine Truhe sein? Nach oben wahrscheinlich. Jetzt zeigt er runter. Sneaky. Das ist ja sneaky, Alter. Noch härter verstecken kann man es nicht, ne? Jetzt in die Richtung, nach oben vor allem. Vor allem nach oben. Kriegt man locker hin. Skywork Scatter. Irgendwo hier muss er sein. Someone needs assistance. Ich will hier so ein Verstecke jetzt. Jetzt ist da nix mehr. Nervig. Aber hier ist auch nichts, ne? Hier ist auch nichts. Ich gehe gleich in die andere Richtung. Schau mal dort rein. Weil die habe ich geschaut. Den habe ich jetzt geschaut. Die zwei vielleicht noch. Auch nix. Da oben könnte was sein beim Boot. Sieht verdächtig aus. Nope. Nope, nope, nope. Da ist was, aber ich glaube, der ist schon. Weil den habe ich bestimmt auf jeden Fall 100 Mal schon gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den nicht gesammelt habe. Wenn der so leicht zu sehen ist. Oder dass ich den nicht markiert habe. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Den habe ich, hätte ich schon tausendmal markiert, den sieht man sofort. Puh. Direkt ein Schatz, okay. Ja. Got him.
together. Oh, easy. Bestimmt unten. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Thank you very much. Gleich der nächste. In die Richtung und zwar nach oben. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Da ist Nick. Da muss irgendwo ein Seli sein. Ja. Ja, ja, ja. Ich komme. Mein kleiner Seli. Wunderschön. Alter, wie viele Selis ich hier verpasst habe. Noch immer wieder. Herausforderung. Krass. Krass, krass, krass. One should invent some form of curio discernment mechanism. Da ist nix. Yeah. Skyward. Scatter. Das ist auch eine Truhe. What do we have here? Hup, hup. Da ist noch eine Truhe. What do we have here? Alter, Alter, jetzt muss ich wieder hoch. Katastrophe. Skyward, scatter! Skyward, scatter. Ich komme hier schon. In die Richtung, ja. Scatter. Just scatter. Upp. Diese harte Arbeit hier jedes Mal. Sind halt aber nur billige, ne? Keine geilen Truhen. Geben alle kein Urgestein. Jetzt haben wir ja alles in der Gegend. Abgedriftet ein bisschen, ne? Ja. Jetzt haben wir wieder nichts. So, ist hier irgendwas? Wenigstens schon mal eine Truhe irgendwo. Hier ist leider nix. Nach unten, okay. Eieiei. Geh doch einfach down. Ich muss nach unten dafür. Hier war auch mal irgendwo eine Truhe, glaube ich. Weiß ich aber nicht, ob es Quest, nicht Quest. Oder es irgendein anderes Zeug war. Wo man es bekommen könnte. Skyworks Scatter.
verdächtig aus hier. Skyward! Sieht verdächtig aus. Das sind halt immer die billigen nur, ne? Da. Ready. So. Alles erledigt. Oh, will we find any firework materials in here? Aber auch nicht wirklich, ne? Eieiei. Da ist ein Räuber. Direct Assault. Nervensägen. Alle weg mit euch. Genervt. Oma Chu. Ah, eine Reisende. Ich habe ihm gerade so aufmerksam zugehört, dass ich ja nicht gemerkt habe, dass du gekommen bist. Ich höre aber niemanden sprechen. Ah, die spricht auch mit dem Geist wahrscheinlich. Wer ist er? Schon, wenn ich unten was klickt, aber noch zwei, oder? Welche Erzählung meinst du? Ach so, ich glaube, ich hätte schon gemacht mit irgendwas Muschel. Wahrsagerin. Und du? Du warst eine Betrügerin, glaube ich, oder? Ich suche nach jemanden. Ah ja. Die macht nur Palaver. Hey, Katastrophe. Katastrophe. Ich frage, es gibt es auch noch zum Wolkenmeer hier alles. Ab wo fängt das an? Ab wo fängt das an? Keine Ahnung. Das ist Katastrophe. Jetzt zeigt ganz nach oben. Oh. Komme ich da irgendwie hoch? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Schau mal an. Da ist nix. 1, 2. Geht doch. Sag mal, findet man immer was Neues. Ja, falscher. Falscher Charakter. Get into the shadows. So. A stroke of good luck. And a very welcome one. Ja, aber das habe ich gemacht. Katastrophe. Yeah.
Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ungefähr auf der richtigen Höhe. Jetzt geht es sogar ein bisschen runter, wenn ich die Truhe will. Jetzt bin ich sogar ein bisschen zu hoch, ne? Ja, jetzt sind wir richtig. Auf der richtigen Höhe. Dann wieder so billige, ich glaub's nicht. Nach unten jetzt. Nur die billigen, Alter. Nur die billigen. Scatter. Da ist was. Kann überall seine. Come here. Here comes the fireworks. Yeah. Ready. Enough. Zoo. Easy. Nope, nope, nope. Ach, zum Kotze. All in a day's work. Noch einer nach oben, okay. Hier ist irgendwo noch einer, okay. Jetzt müssen wir nach oben. Ein Hoch und Runter ist das hier. Skyward Scatter. Ich tue die immer weg, wenn ich die leer gemacht habe. Aber ich hätte die drauf lassen sollen. Dann wüsstest du, welche Gebiete du schon hast. Das ist halt dann. Dann kannst du ungefähr einschätzen, wo du noch hinwuscht. Da hätte ich jetzt 9 Punkte und da, wo wahrscheinlich leer ist, im größeren Umfang, könnte so ein Ding noch drin sein. Shit. Aber ich sag ja, wenn du das alles drin lässt, das ist so viel Zeug, was du da sammelst. So viel Zeug. Jetzt muss ich wieder ganz runter, oder was? Wieder nicht? Ja, perfekt. Perfekt. Scatter.
nur billige. Das ist so krass. Und jetzt natürlich nichts mehr wieder. Wieder nichts. Da waren wir schon eher in die Richtung lieber laufen. Ja, Skyward! Got him! Da ist ein Heal-Troll. Das ist Kerde. Das ist zu krass. Was denn jetzt schon wieder? Boom. Eieieiei. Kann echt überall sein. Puhuhu. Wo war ich auch nicht oft? Hier vielleicht irgendwo? Ne, da war ich auch schon öfters, ne? Nee. Got him. Liwe will mich fertig machen. Hätte ich ihn locker gesehen und markiert. Scared. Aber hier war, glaube ich, auch irgendwo einer. Da hinten wahrscheinlich. Ich glaube, hier war auch irgendwo einer. Aber den habe ich wahrscheinlich schon längst eingesammelt, oder? Oder nicht hier, wann? Irgendwo war noch einer. Auch so irgendwie. Da könnte einer gewesen sein. Aber den habe ich bestimmt schon eingesammelt. Ja, den habe ich schon. Sage ich doch. Den konnte ich mich gerade erinnern. Aber den habe ich leider schon. Oh, Katastrophe, ne? Katastrophe, ein einziger fehlt. Abenteuerin. Ah, Wettrennen. Habe ich schon voll vergessen. Aber rein. Krieg nochmal 3. Wenn es für den ersten die billige ist. Wo muss ich hin überhaupt? Da waren 2 Selis gerade. Die hole ich auch danach. Huh. Zack, zack. Zack, zack. Oder habe ich die schon? Nee, ich habe eine Kiste gehört. Perfekt. Dann kann ich hier nochmal 3 Rennen machen. So. Gleich die nächste. Ich gebe mein Bestes. 2, 1, go. Oha. Oh, oh. Das war hart.
Das war schlecht. Ich hab den nicht erwischt. Ich hab den nicht erwischt. Zack. Ah, wieder nicht erwischt. Was soll denn das? Trotzdem. Puh. Der letzte wird schwer. Das wird schwer. Wenn der schon so durch eine Brücke war und sowas. Und die Brücke war nicht hoch. Dann kann das wirklich schwer werden. Puh. Das könnte schwer werden. Katastrophe. Eigentlich wollte ich trainieren und jetzt schon wieder von allem abgelenkt lassen. Nee, schon zweiter Teil von dem Stunde gelaufen, ey. Man lässt sich immer so leicht ablenken. Aber jetzt bleiben wir dabei. Ich hoffe, ich schaffe noch den Juden Schrein des Abgrundes zu finden. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Uff. Uff. Uff, 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 uff. Ey, X hat nicht funktioniert. Oh Mann. Schaffe ich das? Ein blödes X. So. Alles erledigt. Jetzt hole ich mir die Seelis, die waren doch irgendwo hier. Da unten, da unten. Skyward Scatter. Bin gespannt. Machen die nur ein? Doch, zwei. Nice. Skyward Scatter. Zwei Seelis erhalten. Sehr schön. Solche Sachen sind auch immer suspicious. Ist hier irgendwo noch einer? Ja. Ach, schade. Ich habe auf eine Kiste gehofft, eine Kiste. Wenn ich alle vier aufmache, aber sieht nicht so aus. Alle drei. Laubhaufen. Schade. Schade, schade. Große Kiste. Komm her, meine Kleinen. Wir regeln das doch. Wie zivilisierte Menschen. So. Na, falsch, falsch, falsch. Easy. So. If these items are unclaimed, we may take them without controversy. Hier ist noch ein irgendwo. Ah, ins Land, okay. Und zwar nach oben, ey, ey, ey. Vielleicht ist es. Ich glaube nicht. Man kann aber hoffen. Man kann hoffen.
ist der? Ich sehe nichts. Geht schon wieder runter. Wo ist der? Wo ist der? Da. Da, 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 da. Oder? Nö. Schatzräuber Tagebuch. Hey, hey, das habe ich aber Glück gehabt. Einfach so einen Schatz zu taumeln. Wer hätte gedacht, dass die winzigen Bäume mit roten Blättern unter sich so viele Platz für Schätze bergen würden. Merkwürdig ist schon, dass es gibt kein Anzeichen von Leuten, die hier leben. Und ich habe auch noch nie davon gehört. Du hast Gusi? Wer hat das alles vergraben? Und wieso sind die Bäume, unter denen alles begraben liegt, so kurz gewachsen und die anderen drumherum sind normal groß? Egal, dieses Mal werde ich reich und kein Monster kann mich dabei aufhalten, aber dieser Schatz ist wirklich riesig. Ich muss erstmal alle sorgfältig vorbereitet gehen und dann den Schatz bei den Bäumen mit den roten Blättern ausgraben. Okay. Das heißt, hier sind überall Schätze, wo kurze rote Bäume sind, ne? Die normalen Bäume, da ist nix. Der falsche Knopf. Wahrscheinlich oben. Komm her, kleiner Kumpel. First to find gets to stake their claim. Seems fair. Someone needs assistance. Wo ist der? Wo ist der? Oben. Komm her. Time to test the ball. Komm her. Ich mach alles kaputt hier. Loaded. Geht doch. Alter, aber wieder nur billige. Ein oder zwei waren gute. Jetzt fängt sie dann. Skyward! So. Kleiner Fink. Nach unten muss ich schon wieder. Halleluja. Wunderschön. Katastrophe. Wir haben es geschafft. Ich sag doch, immer mit dem Schatzkompass entlang. Dann findet man doch alles. Hallo. Wunderschön. Ja, so viele Schätze wie hier waren, waren wir echt noch nicht hier, oder? If these items are unclaimed, we may take them without controversy. Gleich zum nächsten. Hört hier gar nicht mehr auf, hä? Into the shadow. Thank you.
Und die geben immer zwei, das ist auch geil. Das ist richtig, richtig geil. Ah, das ist schon wieder was anderes. Das ist schon wieder außerhalb von dem Gebiet. Ich komme! Da. Sobald ich Leute sehe, ist ein Schatz. Das ist geil. Gib mir Schatztruhen. Truhen. Truhen. Sogar eine gute Schatztruhe. Sehr geil. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Schade. Den haben wir schon. Ja, denk mal. Ready. Oh, wir haben was gefunden. So, da. Yep. Wunderschön, wunderschön. Und vor allem noch gute Schatztruhen. Die geben immer Urgestein. Perfekt. Ja, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Schade. Ich glaube, wir haben alle hier. Ja. Ja, ja, ja. Schade, schade, schade. Neunundneunzig. 95, 94, 94. Aber das meiste haben wir, glaube ich. Und einiges gesammelt. Wir sind bei über 1000. Nice. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Errungenschaft, hä? Zeitherausforderung fehlen uns noch zwei. Dann haben wir Liu auch komplett, ne? Ja! Ich würde sagen, noch kurz ein bisschen sammeln für unsere Artefakte. Mal schauen, wer was braucht. Oder Talente. Waffen, irgendwie sowas. Jo! Ja, ich glaube, meiste haben wir eh schon. So. Die Dinger braucht man. Kann man aber immer sammeln. Das da kann man sammeln. Sie. Zweifacher Ertrag. Sehr geil. Alter, shit. Welcher war denn das? Wie heißt das für... Ich habe jetzt runter oder hoch gedrückt. Gerechtigkeit. Perfekt. Brauchen wir nicht. Das sind diese Kugeln, glaube ich. Da brauche ich kein Wasser. Da brauche ich kein Water. Ja.
Da. Bom. Skyward. Leave it all to me. Into the shadows. So. Hauen wir euch Kabutski. Time for a light show. Boom. Nix da, nix da. As a dutiful maid would. Loaded. Mach mal erst den kaputt. Time to testify. So. Ready. Ja, Maus. Easy. Da brauche ich ein angereichertes Herz. Kriegt das hier schon doppelt. Mit 20, ne? Brrr. 4-4. Sehr schön. Herausforderung fortsetzen. Yes. Into the shadows. Da, da. Fire hazard. Ready. Da. Into the shadows. Erstmal heile. Unsere Yoimiya. Und dann Electro. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Easy. Gib mir Stuff, Stuff, Stuff. Noch eine möglich. Wie viel haben wir? Es macht zweimal lila und zwei blau habe ich übrig. Dann haben wir noch zwei, drei lila habe ich jetzt ungefähr. Ja, ungefähr drei lila bekommen. Du, 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 du. Macht doch euer grünes Zeug, Alter. Leave it all to me. Ready. Geht doch. Fire hazard. Time to clean up. No. Gib mir Heilung. No stone unturned. Yeah, skyward. Seize the sky. Into the shadows. So. Time for a light show. Nix da. Soll langsam abfackeln. Mit schönen Dendro. So.
Gib mir was Gutes. Einmal Lieder, komm, direkt. Geht doch. Das heißt, auf jeden Fall knapp 6 müsste ich haben. Für einmal aufsteigen müsste reichen. Schöne Gerechtigkeit. Da. Ich kann sogar 9 herstellen. Ich habe 1. Mische es gleich alle 9. Vielleicht kriege ich gleich 11 oder so. Nur 1. Ich kann nur 1 herstellen. Das ist Fairness. Da ist blau. Ich dachte schon, hä? Wie kann ich nur 1 herstellen? Macht keinen Sinn. So, schade, nur 1. Fehlen bloß die Blubberblasen. Es ist nervig, dass ich für Talent und für Ding brauche, ey. Egal, jetzt habe ich schon mal die Gerechtigkeit geholt. Das ist schon mal gut. Oh, schau mal. So. Gold brauche ich dafür. Das gute Gold. Eis und Wasser. I hear you've got a job for me. Braucht man nicht Wasser. Hätte ich doch nehmen sollen. Wenn die jetzt mit Schilden kommt. Oh, Glück gehabt. Ja, kurz heilen hier. Ja, easy. Dreimal kann ich das machen. Dann sind wir leer. Fünf, perfekt. So. Komm her. Seh nix. So. Da. Kann ich hier aus dem Ring schlagen? Weiß gar nicht. Wäre geil. Fire Hazard. Alter, so easy die Dinger. So muss immer sein. Noch einmal. Noch unmal, komm.
Ihr gemeinen Dinger. Einmal kurz unsere Yoimiya. Duru, 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 duru. So. Voll daneben. Naja. Passt schon. Alter, Alter, Alter. Unter eine Minute. So lobe ich mir das. Und nicht anders. So. Damit haben wir schon alles verbraucht, hä? So. Schade. Kein einziges Mal direkt bekommen. Du, du, du. Perfekt. Da brauche ich genau davon welche, dann kann ich irgendwas aufleveln. Ich habe von den Blutblasen gar nichts, glaube ich. Aber wirklich gar nichts. Blub, blub. Vier Stück kann ich herstellen, das ist ein blaues. Ein einziges blaues. Oh Mann. Immer farmen, farmen, farmen. Da baue ich die Scheiße, ey. Und was war's mal? Gold. Wenigstens irgendein Level hochmachen. Da geht 4. Ah, 54, da geht schon was. Da geht ein bisschen was, oder? Das. Oh. Narwhal muss ich besiegen. Mal schauen, ob ich Gold schaffe. 5-mal lila. Dann besiege ich einmal den Narwhal. Sechs sogar. Oh ja, wir haben so viel Blau. Ne, in die Richtung muss ich. Geht so. 5-mal brauche ich. Besiegen wir doch einmal den Narwhal. Das ist die Frage, war denn der nochmal? War das der hier? Ja, oder? Ja, 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 ja. Du, du, du. Hoffentlich kriege ich auch das Richtige. Sonst muss ich auch wieder umtauschen. Katastrophe. Eine Katastrophe nach der anderen. Ja, das passt. Oh, auf jeden Fall Chlorinth. Nee! Ich brauche Travelerin mit Wasser, glaube ich. Oh nee! Travelerin brauche ich mit Wasser. Die hat, glaube ich, Licht, ne? Chlorinth war dunkel. Die hat dieses helle. Wie heißt denn das? Pneumia. Pneumio, Pneumia. Voll vergessen. So. Ich teste nochmal mit Chlorinth, aber ich glaube, es war Travelerin, was ich brauche.
Fire Hazard. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Mal kurz hier heilen. Wo ist der schon wieder? Komm jetzt. Schön. Mach Schaden, so viel es geht. I'll catch up. Geht doch. Schluckte mich jetzt die Nervensäge. Geht doch! Oder, da hätte ich beide benutzen können wahrscheinlich, oder? Komm her! Aber Travelerin ist am leichtesten. Mit meinem Water. My good old water. Also immer noch ein bisschen, ey. Jetzt will ich glaube einiges an Leben. War ich zu früh? Oh nee! Ready. Das war dumm. Ich habe meine Wasserattacke zu früh gemacht, bevor der Ball da war, ne? Ja, die macht auch Schaden. Dunkelheit. Komm. So viel Schaden wie möglich. Wipeout! Into the shadows. Ja, könnte mehr sein. Komm schon! Zeig dich doch mehr. Warum machst du so? As a good night,
Ah, ich hab kein Schild mehr, shit. Ich wollte kurz heilen. Wie weit weg der ist. Katastrophe. Komm runter. Ah, jetzt schluckt er mich wieder. Oh Mann. Einfach rein da. Kenn ich doch schon. Soll ich keine Angst haben. Ja, da steht Oder. Das heißt scheißegal. Leave it all to me. Wenigstens ein bisschen heilen. Perfekt. Ach komm, der ist doch gleich down, lass doch! Katastrophe! Hat doch nicht mehr viel. Geht doch. Jetzt muss ich kurz einen davon nehmen. Perfekt, sogar zwei, Alter. Nice. Dann kann ich sogar... Nein. Dann kann ich sogar... das höhere Ding nehmen. Zum Aufleveln. So, perfekt. Genau, Level 9. Oh nee, ich habe 6 zu wenig davon. Oh nee. Naja, dann machen wir das da. Auf 8. Naja, wenigstens etwas Level up. Da bräuchte ich 4 davon wieder. Schaffe ich nie im Leben, glaube ich. Warte mal. Kann ich irgendwas von da noch gebrauchen? Das schaffe ich nie im Leben. 2000. Verrückt. Achso, die nächsten zwei Level sind das da. Lohnt sich nicht. Brauche ich beides nicht. Wenn das nächste Level wäre, hätte ich wahrscheinlich wenigstens das ein Level auf 42 macht. Aber lohnt sich gar nicht. 19 Minuten. Tutu. Dankeschön. Ist irgendeiner Level up? No.
nächsten 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist es knapp mit der Kohle. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. If you ever... Nee. Und Bulle. Ich hab eh kaum. The one before. Ich hab eh kaum was. Einen kann ich holen. Rest brauche ich nicht. So. 17 Minuten. Was mache ich 17 Minuten? Trainiert und Co. haben wir schon. Ah, ich weiß was. Dann können wir vielleicht doch noch ein Level hochmachen von Clorinth. Hallo. Kommt alle her. Into the shadows. Ja, halt nur kleine, das ist doch Katastrophe. Ein blaues, sehr schön. Oh nee. Trinke. Oh, ist immer noch zu hoch. Wieso ist sie so viel größer als ich? Ich verstehe es nicht. Alter. Das ist doch Katastrophe. Nervensäge, ey. Ich komme. Alter, nur Alice fast down. Wieso verliert die ganze Leben, Alter?
Die bringen mir nix. Ja, Skyward, scatter! Ich brauch Krabben, Alter. Krabben. Oh nee, die schon wieder. Ignorant and vulnerable. Ja, Skyward, scatter! Steady as stone. Someone needs assistance. Ist da noch eine, ey? Das kann doch nicht sein. Ready. Katastrophe. Alter, rüste doch schneller aus. Geht doch. Trotzdem noch erwischt. Nee, hab ich, warte, jetzt weg. Ich dachte schon. Wo sind noch solche Viecher? Ich glaube, da waren auch einige. Ja. Perfekt. Ready. Time to testify. Du. Nur Kleinzeug. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur ein blaues bekommen. Katastrophe. Noch 10 Minuten. Was kann ich noch so machen? Da ist ein blaue. Ich habe 20. Mach mal den blauen Rauch. Aber wegen der Hitze. Ist die Wüste nicht gewohnt, hä? I miss Fontaine so much. Vielleicht zum ersten Mal von ihr. Ja, muss man dran gewöhnt sein, ne? Zack. Zack. Boom! Noch 3. Hunt them down. Skyward! Into the shadows. Oh, schade. Das ist nur das Billige, ne? Oh ne, ich habe 4 gedrückt. Shit.
Jetzt habe ich ein eingereichertes Herz verschwendet. Das war dumm. Egal. Machen wir den nächsten. Wie komme ich da hoch? Ach so. Ja. So leichter so. Perhaps one should invent some form of curio to solve. Einiges leichter, ja? Muss ich aufpassen mit vier Krücken, ey. Da. Ja, ich habe 4 gedrückt. Shit. Skyward, scatter. Ey, das blöde Ding ist im Weg. Ich sehe nichts. Das gute U. Da war doch irgendwo ein Teleporter. Da. Ich seh's. Perfekt. Wenn ich schon hier bin, wird's mitgenommen. Da ist ein Seli, nehmen wir auch mit. Falscher Knopf. Wo fliegt er hin? Ich sehe es nicht. Ah. Perfekt. Opa. Wie komme ich da hoch? Ah, easy. Ja, direkt sogar. Sehr schön. One should invent some form of curio. Got him. Zoo. Ja, gleich haben wir's. Knappe 5 Minuten noch. Da ist eine Truhe, holen wir die uns. Da hinten ist noch eine Truhe. Da ist irgendein Blatt. Zerrissene Rückseite, sehr schön. Steady as stone. Time to clean up. Into the shadows. So. Easy. Good luck and a very welcome one. Da belegt auch was. Da auch. Komm her. Wir regeln das noch kurz. Komm her.
So. Kurz erledigt. Normales, yes. Ah, 3 Minuten. Was man nicht alles für Stuff tut oder umsonst ist, hä? Alles meins. Geht doch. So. Da ist sogar noch eins. Hier sind auch wieder Kisten ohne Ende. Ah ja, ist leicht. Brauche ich nur unsere Yoimiya. Und dann läuft es schon. Ja, aber doch hier irgendwo da. Easy. Noch knapp 2 Minuten. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Oh, ist hier irgendwas anderes in der Nähe? Ich habe den Teleport geholt. Ich könnte ganz nach hinten laufen, aber es sind mehr als 2 Minuten wahrscheinlich. Dahin laufen, da ist noch ein Teleport. Der ist wahrscheinlich unten, ne? Egal, sammeln wir den kurz. Noch weiter unten, das ist glaube ich ganz da unten, oder? Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Perfekt. 9 Punkt. Ist immer gut. Den markiere ich auf jeden Fall. Den Ort da hinten. Ich komme. So. Da haben wir auch sogar einen neuen Schrein des Abgrunds gefunden. Sehr geil. Aru Village. Kurz heilen. So. So. Oh, 2 und... Oh, egal. 62. Ich brauchte eh für fast nix. Mindestens 34. Oh, 44 oder so. Oh, 500. Der Rest wird damit gemacht. Umwandeln. Sie. Into the shadows. Wunderschön. Oh ja, einiges. Sehr geil. Perfekt. Ja. Gefällt mir. Gehen wir wieder dahin. Dem schönen Ort, wo wir gerne sind, ne? Und dann sage ich, weil wir es eigentlich geschafft haben. Danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von R&R Production und das war Genshin Impact Part 190. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, subscribe, kommentiert und liked. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.